Aushängeschild, Werbestar und vor allem ein begnadeter Fußballer. Mesut Özil spielt beim FC Arsenal eine außergewöhnliche Saison. Die Gunners liegen auf Champions League Kurs und Özil, der arbeitet kontinuierlich am Assist-Rekord in der Premier League. In der Weltmetropole London fühlt sich der Sohn türkischer Eltern einfach pudelwohl. Die Stadt ist unglaublich. Ich glaube, jeder, der in London mal gelebt hat oder für ein paar Tage zu Besuch war, weiß, dass man in London sehr viel unternehmen kann. Ich genieße einfach die Zeit hier und bin stolz, dass ich auch für so einen großen Club wie Arsenal spielen darf. Hier in London lebt der gebürtige Gelsenkirchener seinen Traum. Bei den Fans und auch bei Teammanager Arsène Wenger steht der mit 50 Millionen Euro teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte hoch im Kurs. Mesut ist ein fantastischer Spieler. Er hat das Team viel besser gemacht, seit er aus Madrid gekommen ist. Ich bin sehr glücklich, dass er hier ist. Er ist ein toller Spieler und tut dem Team richtig gut. Er ist ein Ausnahmespieler, das habe ich von Anfang an immer wieder gesagt. Wengers Offensivfußball und Özils kreativer Kopf, das passt einfach. In dieser Saison blüht der 27-Jährige wahrlich auf, ist in Arsenals Offensivreihe unverzichtbar. Abgehoben ist er aber keinesfalls. Introvertiert, fast schüchtern, antwortet er auf die Fragen. Man merkt, eigentlich will Özil nur eins, Fußball spielen. Fußball bedeutet mir alles. Ich bin mit Fußball aufgewachsen, ich habe damals, wo ich klein war, Fußball genossen und Spaß daran gehabt. Das tue ich immer noch. Ich bin der gleiche Messe, der damals einfach gekickt hat, seinen Spaß hatte. Das tue ich weiterhin und man sieht auch auf dem Platz, dass ich letztendlich meinen Spaß habe. Einen spielfreudigen Mesut Özil kann Joachim Löw bei der EM in Frankreich gut gebrauchen. Der Spielmacher spielt in den Planungen des Bundestrainers eine entscheidende Rolle. Auf der 10 soll Özil die Angriffe des DFB-Teams initiieren und wie beim FC Arsenal die Mitspieler mit Vorlagen füttern. Wir haben das Potenzial, Europameister zu werden. Aber es hängt auch davon ab, wie wir spielen. Wir müssen da sein, wir müssen an uns glauben. Und ich weiß, wenn wir das ausschöpfen, was wir können, dann ist es... Dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir Europameister werden können. Der Weltmeister strebt nach dem Triumph von Rio auch nach dem Europameistertitel. In Frankreich gehört die Nationalmannschaft wieder zu den Top-Favoriten. Auch dank Vollblutfußballer Mesut Özil.